So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von meinem Channel Clash with Ben. Das ist mein zweites Video und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit Schweinen angreift, beziehungsweise auch nicht. Okay, kommen wir zum ersten Mal dazu, wie man es nicht macht. Ich hatte nämlich einen Angriff auf meine Base mit Schweinereitern. Grandiose Sache. Der Gute hat 13% geholt. Wie man sieht, die Base hat sehr viele Lücken. Sowas greift man eigentlich nicht mit Schweinen an, weil die Gefahr, dass man hier an solche Bomben fallen oder hier unten da reinläuft, die ist viel zu groß. Zumal ja auch die Tellereisen und so, wenn die richtig platziert sind, immer drei Schweine wegwerfen. Das schafft man auf Dauer nicht. So, gehen jetzt gleich mal in die Wiederholung hier rein. Als erstes wird natürlich versucht, jetzt hier oben meine Clan-Truppen rauszulocken. Ja, mein Reserve-Minenwerfer muss er jetzt erstmal schon hier klein hacken. Und dann kommt der erste Schweinereiter, wo er versucht, in die Nähe von der Clanburg zu kommen. Ja, weiß jetzt auch nicht, warum er gerade dort angesetzt hat. Hätte er auch von hier oben gehen können, dann wäre er schon in der Nähe gewesen. Naja, wie auch immer. Er setzt jetzt hier auf jeden Fall irgendwas hin, um die Gebäude zu zerstören. Ja, bisher hat er noch keine Clan-Truppen von mir gesehen. Natürlich auch ein super Angreifer. Okay, jetzt kommt hier der erste Schweinereiter. Der geht zu meinem Markierturm und jetzt bekommt er die erste Welle meiner Clan-Truppen rausgelockt. Na, ein paar Barbaren, ein paar Bogen. Um die muss er sich auch erstmal kümmern. Somit geht jetzt hier los von oben. Ist halt seine Sache. So, jetzt kommt der zweite Schweinereiter. Na, jetzt findet er die nächste Welle, sag ich mal, von meiner Clan-Truppen. Auch wieder nur ein paar Bögen da rausgelockt. Die muss jetzt auch erstmal wieder zerkleinern. Ja, und in der Nähe vom Dorf ist es natürlich nicht so einfach, weil ich habe ja keine Bauhütten oder sowas in den Ecken stehen, weil es Quark ist. Deshalb ist es ja so schwer. Mal davon abgesehen, dass er nicht angreifen kann, mein Gegner. Okay, jetzt kommt hier der dritte Schweinereiter. Und jetzt lockt er die Markier bei mir aus der Clanburg raus. Das muss er auf jeden Fall machen, weil sonst kann er den Angriff gleich abbrechen. So, die zieht er jetzt hier hinter und ja, versucht die mit einem Drachen zu töten. Auf jeden Fall kommen jetzt hier oben die Schweine rein. Und wie ihr vorhin bei mir in der Vorschau schon gesehen habt, hier sind die Bomben. Das bedeutet einfach, ja, das wird alles gegrillt und da hilft doch der Heilzauber nichts mehr. Und diese vier separaten armen Schweine, die sind auch dem Tode geweiht, weil ja, sind halt nur zu viert, die Schweine bringen nur in der Masse was. Und deshalb ja, hat er 2 Minuten gebraucht, 3 Heilzauber gespart, die Helden geschont und glatte 13% bei mir abgeholt. Naja, wem es Spaß macht, so anzugreifen, ist auf jeden Fall nicht so ideal. Alles klar, jetzt gehen wir mal wieder auf die Kriegskarte. Und ich habe da noch ein ganz gutes Beispiel gefunden, der Nico hat das bei uns ganz gut gemacht, finde ich. Man muss aber immer dazu sagen, es ist wichtig, sich ein gutes Dorf dafür rauszusuchen. Speziell hier sieht man wenig Lücken im Inneren. Also wenn man ein bisschen überschlägt, hier in den Freiräumen werden die Tesla stehen. Und ja, vielleicht hier in der Luftabwehr sind ein paar Tellereisen, aber mehr Gegenwehr ist hier nicht. Deshalb ist es eigentlich ideal, um mit Schweinen da anzugreifen. Weil der größte Feind der Schweine sind große Bomben. Und große Bomben alleine, aber auch außerhalb des Dorfs, bringen nicht wirklich was gegen Schweine. Wir haben jetzt sehen. Nico hat natürlich jetzt gleich schon mal ein bisschen vorbereitet und geschaut, wie viele Truppen überhaupt in der Clanburg drin sind. Die ist nämlich nicht mal richtig voll gewesen bei unseren Gegnern. Keine Ahnung, wie die überhaupt 41 Kriege gewonnen haben. Wahnsinn. Okay, jetzt lockt er die hier raus. Natürlich hier unten schön wieder eine Bauhütte in der Ecke. Damit ist es wunderbar, Clan-Truppen rauszulocken, weil, ja, bekommt man die bis in die letzte Ecke und kann dann seine eigenen Truppen rundherum setzen und die abschlachten. Wunderbar. Okay, jetzt versucht Nico nochmal zu schauen hier. Ja, alles klar, kommen keine Gegenwehrtruppen weiterhin aus der Clanburg raus. Jetzt die Heilzauber, die hätte er vielleicht ein bisschen weiter hinsetzen können Richtung Dorfinneres, aber ja, bei 4 Heilzaubern und so, ich sag's mal, eher noch schwächeren Rathaus Level 9 ist das eigentlich völlig egal. Ja, im Ernstfall hätte man es wahrscheinlich auch ohne Heilzauber geschafft. Ja, aber es ist natürlich viel besser, wenn man welche mit hat. Alles klar. Die Schweine hacken jetzt hier alles kurz und klein. Die ganzen Bogenschützen, die er hier mit hatte, waren eigentlich eher geplant, um, naja, ich sag's mal so, den
die Clan-Truppen noch zu versorgen, aber das ging ja so schnell. Waren ja auch so weniger. Naja, die Schweine machen jetzt ja alles platt. Haben ja einen guten Schaden pro Sekunde, speziell die Level 5er auch. Ja. Wunderbar. Außenrum noch alles geplättet, jetzt geht's ans Rathaus. Und wenn da so eine Masse Schweine kommt, da hält das Dorf nicht stand, wenn da so viele übrig bleiben. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal erkläre ich wahrscheinlich eine andere Angriffsstrategie. Bis dahin, ahoi, ciao, ciao.